Good morning, Mr. Bond. Sit. I'm Defense Minister Dmitry Mishkin. So, by what means shall we execute you, Commander Bond? What, no small talk? No chit-chat? That's the trouble with the world today. No one takes the time to do a really sinister interrogation anymore. It's a lost art. Your sense of humor doesn't slay me, Commander. I'm sorry. Where is the golden eye? I assumed you had it. I have an English spy, a Severnaya programmer, and a helicopter they stole. Or at least that's what some traitor in your government wanted to look like. Who is behind your attack on Severnaya? Who had the authorization codes? Russia may have changed, but the penalty for terrorism is still death. And what's the penalty for treason? Oh, stop it, both of you! Stop it! You're like boys with toys. It was Urumov. General Urumov set off the weapon. I saw him do it. Are you certain it was Urumov? Yes. He killed everyone and stole the golden eye. And why would he do that? There is another satellite. Another golden eye. Thank you, Miss Semyonova. You are saying something about the lost art of interrogation, Mr. Bond. Good morning, Mr. Bond. Einsetzen. Ich bin Verteidigungsminister Dmitry Mishkin. Also, wie sollen wir Sie exekutieren, Commander Bond? Was, kein Smalltalk? Keine Plauderstunde? Tja, das ist das Problem von heute. Keiner will sich mehr Zeit für ein richtig finsteres Verhör nehmen. Eine verloren gegangene Kunst. Ich kann über Ihren Humor nicht lachen, Commander Bond. Tut mir leid. Wo ist GoldenEye? Ich war sicher, Sie hätten es. Ich habe einen englischen Spion, eine Programmiererin aus Severnaya und den gestohlenen Helikopter. Zumindest wurde ein Verräter in Ihrer Regierung, dass es so aussieht. Was steckt hinter Ihrem Angriff auf Severnaya? Wer verfügt über die Zutrittscodes? Russland mag sich verändert haben, aber auf Terrorismus steht immer noch die Todesstrafe. Und was ist die Strafe für Landesverrat? Ach, hören Sie doch alle beide auf! Schluss damit! Jungs und Ihre Spielzeuge. Es war Orumov. General Orumov hat die Bombe gezündet. Ich habe es gesehen. Sie sind sicher, dass es Orumov war? Ja. Er hat alle umgebracht und GoldenEye gestohlen. Und warum sollte er das tun? Es existiert noch ein zweiter Satellit. Also noch ein GoldenEye. Danke, Miss Semyonova. Sie beklagten sich über die verloren gegangene Kunst des Verhörs, Mr. Bond.